Hey-ho, willkommen im Cheetah-Hochland zurück auf der Jagd nach dem Wehrdrachen. Nein, Moment, das ist der Lindwurm. Ich denke, er ist immer der Wehrdrache, weil der aussieht wie der Wehrdrache, weil es halt ein Drache ist. Bei Let's Play Final Fantasy 12. Ursprünglich habe ich vermutet, dass der Gegner in der Cherubi-Steppe herumlungert, deswegen habe ich mich nicht in der letzten Folge auf der Jagd nach ihm gemacht. Er kann, wenn er sehr, sehr wenige Lebenspunkte hat, sich mit quasi allen Buffs, die das Spiel so zu bieten hat, vollbuffen. Deswegen bannen wir das Ganze nochmal. Er kann sich zweimal heilen. Das wird er jetzt wahrscheinlich auch tun. Ich bin so ziemlich auch bis an die Zähne gebufft. Auch mit zwei Leuten, meine super schadensverursachenden Schadensverursacher hier. Mit Hilfe von Tobsucht kriegen wir es dann hoffentlich in ihn in nächster Bälde. Dann auch, obwohl er sich zweimal heilen kann, auch umzubringen. Ansonsten, ich habe mich auch mit Dupli versehen. Das ist wohl auch mitunter einer der wichtigsten Buffs, deswegen, weil er halt recht viel Schaden auch verursachen kann. Und deswegen hoffe ich, dass ich diesen Gegner hier besiegen kann, bevor ja meine Buffs, insbesondere Dupli, auslaufen. Er ist ein erdelementarer Boss, deswegen könnte ich auch auf Eruga zurückgreifen, um ihm den Garaus zu machen. Macht eventuell auch Sinn, allerdings Zauber, gerade die Garzauber, brauchen eine ganze Weile. Ich muss sie zaubern, ich muss abwarten, bis die Zauberanimation gelaufen ist. Dann habe ich noch eine Abklickzeit, bis ich dann wieder irgendwas machen kann. Und daher stelle ich mich lieber irgendwie mit an die Seite mit meiner Magierin hier und haue mit Hilfe meines... Yeah! Oh, das ging aber jetzt doch ganz schön flott. Ein Rüstungsfragment erhalten bei der Jagd, beim Sieg über Lindwurm. Es ging besser, als ich gedacht habe, ganz ehrlich gerade. Er hat einen Arsch voller Lebenspunkte, deswegen auch bis an die Zähne gebufft. Und viel mehr rauszuholen ist auch schwierig. Mann, ich mache mit dem Doxa-Lanzen-Charakter schon fast maximalen Schaden und die Lebenspunkte werden trotzdem steigen. Der Kampf findet statt hier im Cheetah-Hochland am Garten von Abschied und Aufbruch. Allerdings nur dann, wenn das Wetter bewölkt ist. Und sollte es nicht bewölkt sein, das war bei mir nicht der Fall, geht man eben nochmal an eine Gebietsgrenze, zum Beispiel zu so einem Höhlenpalast, das ist glaube ich hier mit am meisten in der Nähe, und geht dann so lange rein raus, bis das Wetter bewölkt ist. Nach dem Sieg über die vegetarischen 5 oder die gesunden Generäle und dem Finden des Sohnemannes bekomme ich hier sogar noch etwas Besonderes. Die Monster bezweigt ihr? So seid ihr ja doch nicht unnütz wie Aussaat. Gern will ich eure Dienste wieder in Anspruch nehmen. Nehmt diese Belohnung entgegen. Ich pflege gute Arbeit auch gut zu entlohnen. Da ihr auch meinen Sohn fandet, will ich besonders großzügig sein. Come on! Da bekomme ich ja beim Aldi mehr Rabatt, als du mir ja gerade reindrückst. Ah. Naja, ein weiterer Grund, weswegen ich diese Mobjagd jetzt gerade auch noch abgeschlossen habe, ist die, dass zusammen mit den anderen beiden aus dem Sohn-Höhlenpalast der Auftraggeber auch in Archadis sitzt. Und da ich jetzt ohnehin nach Archadis wollte, schlagen wir mehr oder weniger... Yeah! Mehrere fliegen mit einer Klappe. Und ich denke, wenn wir uns in Archadis wiedersehen, bin ich... ja, mit allen Charakteren Stufe 46. Das heißt, ich werde die Gruppe wieder umtauschen in die andere. Deswegen, ich sag mal, bis gleich. Scheiße, jetzt regnet es auch noch. Okay, ich bin im Waffenladen von Archadis und es ist Zeit, meine wohlverdiente Belohnung von Winnie Wilhelm an mich zu nehmen. Du hast Dunkelabiteit besiegt? Wie schön! Besten Dank! Und was gibt's? Adamantit. Adamantit und 3000 Gil. Jetzt kann ich endlich nach Balfunheim zurück. Ich werde mich sofort mit Waffen und einer guten Rüstung gegen die restlichen Monster eindecken. Das finde ich schön. Hoffentlich kommst du wieder an. Gut, die Munition kann ich nicht brauchen, weil ich noch nie Armbrüste benutzt habe. Hat jemand von euch schon mal Armbrüste in diesem Spiel benutzt? Sind taugen mir irgendwas? Gibt es hier irgendwelche Waffen? Ich meine, es gibt hier sehr, sehr viele Waffentypen. Aber es gibt ja auch diese exotischen Dinge wie Hohlgeschosse. Dolche vielleicht auch schon ein bisschen außergewöhnlicher. Ninja-Schwerter. Moment, ich muss gerade... jetzt bin ich ja doch ein bisschen falsch gelaufen. Ninja-Schwerter beispielsweise, die alle Schattenelementar sind. Was haben wir noch? Hohlgeschoss habe ich schon erwähnt. Ruten, Stäbe und diesen ganzen Krams. Diese ganzen verschiedenen stabartigen Dinger oder die auch für Magier vielleicht interessant sind. Benutzt die irgendjemand oder hat die von euch schon mal irgendwie jemand benutzt, außer um Magie zu verstärken oder sonstigen Krams zu tun? Oder diese Magierwaffen, diese Knüppeldinger da, die nur auf Magie skalieren? Ich weiß nicht, aber wisst, was ich meine. Jedenfalls, hat die von euch jemand mal benutzt oder sowas? Gibt es da irgendwelche stark unterschätzten Waffen? Ich weiß es nicht. So, ein Typ müsste...
Ich bin mir nicht sicher, ob der hier im Waffengeschäft war, aber der... Na, im Magiegeschäft war. Aber im Magiegeschäft steht Rock'n'Mu. Mo? Verflucht und zugedeckt von Maledeit, wohin ist nur die Mondsilbermedaille verschwunden? Bei Sailor Moon? Oh, Junge, du schenkst einem Narren Gehör. Sehr nett von dir ist das. Doch unangenehm peinlich ist mir meine Geschichte. In großer Geldnot habe ich die Mondsilbermedaille verkauft. Gerne würde ich sie nun zurückerwerben. Doch der Erstbürger Otto, dem ich sie abtrat, ist spurlos verschwunden. Ja, weg ist da einfach der Schuft. Aber wir wissen wir wohl... Moment. Erstbürger... Ich meine, ich muss gerade mal nachgucken. War Erstbürger Otto nicht der, den ich... quasi suche? Ja, nee, falsches Menü-Dings. So, Clanbericht. Gucken wir mal ganz kurz nach in unsere Mob-Liste. Unten rechts sieht man ja den Fortschrittsbalken. Also wir haben da immer noch genug zu tun. Nee, Populu war das nicht. Baron war es auch nicht. Reisende Viera, da kümmern wir uns später drum. Willi Will... Nalbina? Moment, vertue ich mich hier mit irgendwas? Wir hatten doch noch diesen komischen Atze... Ach so, nee, Atze Anmach. Wo stand... Moment, ich guck gerade mal, wo der war. Dann sehen wir uns. Wir sehen uns da wieder. Bis gleich. Da vorne steht er, der Atze. Na? Hurra! Ich habe zum ersten Mal einen Kampf gewonnen. Riesigen Dank, wirklich. Ja, komm, gib. Wirklich? Hi, Äther. Für sowas. Und dafür lasse ich mich verhauen und drei Leute von mir sterben. Doch aus eigenen Kräften habe ich nicht gesiegt. Dafür muss ich noch eine Menge trainieren. Der Weg zum Frauenschwarm ist ein weiter, was? Ja, wen fragst du da? Warm? Gibt nur noch andere Typen in der Gruppe, die mehr sind. Mehr als Warm. So, um Erstbürger Otto zu finden und den dritten Auftraggeber für die Mobjagden, den ich vorhin ansprach, müssen wir zurück ins alte Arcadis, in Sektor 6. Deswegen, ich sag einfach mal, wir sehen uns da wieder, wenn ich die Leute gefunden habe. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Für Nummer 1 bei Furumon. Ich muss immer noch an Digimon denken, wenn ich den sehe. Oh, du hast also Lindwurm den Drachen Cheetahs besiegt. Hab tausend Dank. So wird sich der boshafte Drache aus alten Zeiten nie wieder erheben. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Aber gib! Ein schöner Riesenmantel und wow. Also so ein... Jemand, der aussieht wie ein Obdachloser, gibt mir mehr als viermal so viel Kohle wie dieser archadianische Tourist. Wie, du hast ein Fragment einer Rüstung in die Hände bekommen. Das ist der Beweis für die Existenz der Eisenriesen. So ist die Legende wirklich wahr. Welch Genugtuung für das halte Herz. Okay, machen wir uns jetzt auf den Weg zum Erstbürger Otto. Und ja, ich weiß, Wahn hat ein Sixpack. Müsste deswegen bei den Damen ja eigentlich gut ankommen. Aber, er muss nur den Mund aufmachen. Hallo, Schnuckel. Ich weiß, du weißt... Ich will Luftpirat werden. Pom 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 pom. Unser Captain Freude. Pom 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 pom. Adie, adie, adio, adio. Wir sind die Tanzmogis. Jodi, jodi, jodi. Die fliegen um zu singen, fliegen flach und fliegen ding, fliegen singen, fliegen mit dem Sieger, wenn sie fliegen. So Captain Walu. Na nicht ganz. Ich habe die Serie gerne früher geguckt. Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Weiß nicht, ob ich das heute noch ertragen würde. Aber ich muss gestehen, ich habe ja viele ältere Serien. Bin ich jetzt eigentlich an Erstbürger Otto vorbei? Ich glaube schon. Damn it! Verdammt nochmal, damn it! Aber Moment, ich gucke jetzt gerade mal auf die Karte. Es tut mir leid, dass ich gerade eure Zeit verplemper. Ja, der müsste auf der anderen Seite sein. Verdammt! Vor der Brücke. Ich sehe euch da wieder. Bis gleich. Und zwar genau hier. Mit dem habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe keine Ahnung, warum ich den immer übersehen habe. Ich glaube, ich habe nicht diese Sitzbank da angesehen, sondern die da drüben. Dammit. Komm, gib die Mondsilbermedaille her. Dieser Ehering ist aus Mondsilber gefertigt. Oh, wie sehr ich mich freue, Otto. Doch mehr noch erfreut mich deine Liebe. Und dein riesengroßer Geldbeutel. Was glotzt du, Bengel? Ist es etwa so erstaunlich, wenn sich zwei Menschen von unterschiedlichem Range sich einem Eheschwur leisten? Als ich mich einst aus Archadis hier verehrte, nahm dieser holde Maid sich meiner fürsorglich an. Von dort oben, wo ich herkomme, kannte ich solch Herzenswärme nicht. Nie habe ich mich glücklicher gefühlt. Kannst du das nachempfinden? Und mein Geldbeutel leerer. Deswegen machte ich ihr ungeachtet aller sozialen Ränge einen Antrag. Ja, aber ihren Beinen würde ich das auch tun. Oh mein Gott, sie hat eine Registratur-Tattoo-Vertiefung in ihrem Arm.
Genau wie in ihrem Lieblingsmärchen, der Mondprinz, versprach ich ihr einen Ring aus Mondsilber. Wieso erhält sich meine Miene so? Du bist auf der Suche nach Mondsilber? Sag das doch gleich. Für den Ring musste ich ein kleines Stückchen abbrechen. Doch wenn du möchtest, überlasse ich dir diese Medaille. Ja, yeah, wir sind Erster! Erster! Beim olympischen Otto-Normalverbraucherspielen. Gut. Er hat seine Liebe, wir haben unsere Medaille, wir gehen zurück zu Rockin' Moo oder Moo Rockin'. Rockin' Moo war, glaube ich, der richtige Name. Ja, okay, bis gleich. Und wir kommen zurück zu Final Backtracking 12. Nett, du bist eine pürichte Nubu, aber es gehört zu Shaken. Die wertvolle Mondsilbermedaille, die mir anvertraut, verkaufte ich. Wie bitte? Du hast die Medaille gefunden. Überlässt du sie mir? Na klar, für einen entsprechenden Betrag. Vielen Dank, mein Junge. Ohne diese Medaille hört der König der Kröten uns nicht. Doch was muss ich sehen? Sie ist beschädigt. Aber unbrauchbar ist sie nicht. Im Gegenteil, trotz dieses Makels spüre ich in der Mondsilbermedaille den Schlag der Liebe stärker als je zuvor. Liebe, Flieg und Sieg? Mir scheint, sie wurde berührt von einer besonders innigen Liebe. Selbst die Bruchstelle kann diese Kraft nicht schmälern. So werden wir zur Stätte des Krötenkönigs zurückkehren. Hab vielen Dank für deine Hilfe, guter Junge. Und wegen der Extraliebe muss ich meinen Bürzel nicht mehr dran reiben. Yay! Yeah. Gut, damit haben wir Teil 2 dieser Medaillen von Nabudis Quest abgeschlossen. Einen dritten Teil gibt es auch noch. Der hat auch mit einer Mobjagd zu tun. Aber bevor wir uns dorthin begeben, dieses Gebiet wird schwierig, werden wir uns noch, glaube ich, ein bisschen in der Cerobi-Steppe vergnügen. Und dort sehen wir uns dann nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich. Okay, ich bin den gesamten verdammten Weg von Balfonheim hier runter die Cerobi-Steppe hier hingelaufen, um mit einer 40%igen Wahrscheinlichkeit den E-Mod spawnen zu lassen. Und dann versuchen wir erstmal seine Buffs. Wann hat er keine mehr? Egal. So, was ich gerade vergessen hatte, ist nämlich, dass mal wieder der gute Bass 4 die Napalmkugeln ausgerüstet hat. Jetzt schon wieder. Und jetzt nicht mehr, weil der Boss ist quasi Feuerelementar, wenn man das so nennen will. Und deswegen... Toll, dankeschön, dass du dich erst buffst, nachdem ich Bann gemacht habe. Egal. Er ist gegen Wasser empfänglich. Er stolziert hier zwischen diesen Fallen herum. Und deswegen habe ich meine Gruppe mit Levitega gebufft, um diese nicht auszulösen. Ansonsten laufen hier noch eine ganze Menge von diesen Qualgegnern rum und einen Fluggegner, die ich noch offscreen weggebollert habe. Und sonst, ja, man kann von ihm noch Damaskusstahl klauen. Das brauchen wir auch, aber da habe ich bei einem anderen Mob bereits 10 Stück von geklaut. Von daher reicht das. So, wir sehen uns, denke mal zuerst hier in diesem Gebiet oben wieder. Quasi hier rechts oben. Da muss ich noch langlaufen, da war ich noch nicht. Bis gleich. Danke für euer Kommen. Das Monster, welches mir mein Eigentum entriss, ist Viral. Eine geflügelte Bestie. Sie muss ganz in der Nähe sein. Suchen wir sie. Doch bevor wir sie suchen, wir suchen sie, wir wissen aber auch, wo sie ist, muss ich mich natürlich erstmal ordentlich durchbuffen, sonst geht das hier nicht, gerade mit dieser nicht so ganz schlagfertigen Truppe. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Moment, aber ich möchte erst noch in die Nähe gehen, damit ich nicht so viel Weg zurücklegen muss in der Zeit, wo die Buffs dann wieder auslaufen. Mein Gott, ist das hässlich. Und irgendwie auch geil. Okay, damit sind wir nahezu auch soweit. Wobei, was ich noch tun möchte, ist das Koganin wegrüsten, weil er leider Gottes eine Affinität für Schatten hat und damit gegen den Schaden, den ich damit ausrüste. So, da ist er. Also auf ans Werk. Doch bevor... Na gut, du darfst einmal klauen. Liebe Pinello, bitte mach es rosshanisch. Na, interessant. So, jetzt werden wir ihn versuchen, ein bisschen zu blenden mit Blindgar. Die Buffs, die er wohl hatte, sind ausgelaufen, während ich mich gebufft habe. Und jawohl, damit ist er blind und das Wichtigste ist appliziert. Damit ich auch mit dieser etwas oder nicht so ganz starken Truppe hier einigermaßen gut ankomme. Der Gegner ist, ich glaube, Erdelementar, könnte deswegen mit Eroga auch behakt werden. Aber na gut, ich habe hier in dieser Truppe mit der guten Pinello die Doxa-Lanze ausgerüstet. Und deswegen hoffe ich, dass es auch einigermaßen geht. Außerdem benutzt er zum Schluss diese totale Aspektbarriere, wodurch magische Attacken keine Wirkung entfalten. Und deswegen, oh, ein Viera-Falleisen. Beim Sieg über Viral! Könnte sich wunderbar zu Meister Propper gesellen vom Namen her. Der Sieg ist unser.
Ich möchte euch gerne etwas geben. Besucht mich bitte wieder in der Taverne in Balfonheim. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn du mir das hättest hier geben können, nicht wahr, Olle? So, wenn ich mich recht entsinne, ist in diesem Gebiet noch ein Exotengegner. Und ich hoffe, ich überlebe das, wenn deiner reinläuft. 79 Gil! Für 79 Gil da reingelaufen. Wow! Okay, und es hat die Magiepunkte eines meiner Charaktere vernichtet. Dieser Gegner spawnt allerdings nur dann, wenn wir sämtliche Gegner hier besiegt haben. Eventuell ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil hier jetzt erstmal der Mob gespawnt ist. Deswegen werde ich hier nochmal raus und reinlaufen. Und wenn ich ihn gespawnt habe, sehen wir uns dann wieder. Aber zuerst muss ich mal gucken, was da drin ist. Come on! Ach, ihr könnt da ruhig ein bisschen mehr Kohle reinstecken, Leute. So, wenn das die letzten Gegner waren... Dann müsste er jetzt hier spawnen. Ausgezeichnet. Gut. Erstmal seine Debuffs, seine Buffs entfernen. Und hoffen... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Stille bei ihm wird. Ich hab mal die Stille... Oh, wunderbar! Man kann von ihm mal Amuba Kakamura Makamura Makamaka klauen. Und, Nein, nicht ausrüsten. Gambit. Ich hätte sie mit einem Klau-Gambit hier quasi ausgestattet. Moment, was war es mit... Eigentlich... Gegner mit 100% Lebenspunkten. Da ist es. Okay, dann machen wir das wieder an. Und wenn ich gerade mal überlege, ich muss ja auch noch umrüsten, damit sie die Erfahrungspunkte kriegt, weil ich ihr die Diebesfäustlinge angelegt habe. Ja, genau. So, das müsste so hoffentlich passieren. So, er kann leider Gottes ja AOE-Angriffe mit seinem schnuckeligen Wasserangriff. Beziehungsweise Eisangriff oder Aqua. Das ist tatsächlich Aqua. Okay, mach du erstmal Armor zu Ende und da muss ich nochmal eine dicke Gruppenheilung hier reinjagen. Okay, oder mach du Wiegler. Das geht, glaube ich, sogar noch besser. Wenn ich mich so ein bisschen hier entferne, dann geht das. Weil hier... Oh, bitte konfusioniere mich damit. Ich glaube, Mithrilblasen können von jedem Schleimi Konfusionierung auslösen. So, ungebufft hat das ja doch ganz gut geklappt. Gut. Dann hätten wir die Waffe auch. Und ein weiterer, ein letzter Exot ist noch übrig in der Cerobi-Steppe und der befindet sich hier auf diesem mittleren Teil dieser dreigeteilten Ebene. Und da sehen wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Mit 40%iger Wahrscheinlichkeit habe ich den Herren hier gespawnt und wie ihr sehen könnt, es ist oder handelt sich dabei wieder um einen Gegner, von dem ich was klauen kann. Nur bevor du klaust, möchte ich, dass du ihn versuchst mit Blindheit zu belegen. Hoffentlich klappt es. Jawohl, wunderbar. Und danach noch, weil er auch ein bisschen Magie beherrscht. Hoffentlich, ich weiß nicht genau, ob das auch klappt, aber wir versuchen es einfach mal. Yeah, okay, damit sind wir, stehen wir ganz gut dabei. Rotlegierung geklaut, wunderbar. Das ist jetzt meine fünfte. Ich hab's, Moment, Gambit umändern, dass wir nicht mehr klauen, sondern ihm ordentlich den Panzer massieren. Okay, er ist selber ein, wie heißt es noch gleich? Ein erdelementarer Gegner. Ich könnte mit Eroga deswegen arbeiten. Aber ich habe da noch was anderes in petto. Nämlich, ich hatte ja vorhin noch bei dem Blob eine Waffe geklaut. Nämlich das Amanomakura Kumo. Was ein windelementares Katana-Schwert ist. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege, dass ich ihn damit ein bisschen vertrimme. Ein kleines bisschen gebufft habe ich mich. Glaube ich zumindest. Na, wenn nicht, er geht auch ganz gut runter. Wie gesagt, ich habe jetzt insgesamt 5 von diesen Rotlegierungen zusammengeklaut. Und ja, es gibt insgesamt 3 Waffen, für die ich die ganze Handelswaren-Gegenstände, die ich hier bisher an diesen Gegner zusammengeklaut habe, haben möchte. Leider Gottes ist das insgesamt ziemlich viel, was man da braucht für diese 3 Sachen. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich davon dann tatsächlich mal was herstellen kann. Es ist mehr oder weniger alles Endgame-Kram. Und selbst wenn ich das jetzt hinkriegen würde, wäre das sicherlich ein bisschen teuer, weil ich viel, viel Geld für diese olle Urne ausgegeben habe. Und wir erhalten das Panzersignum. Yay! Damit haben wir hier in der Cerobi-Steppe soweit alles gemacht, was wir machen können. Wir haben sämtliche Exoten erlegt und die Jagd, die Mob-Jagden, die momentan verfügbar sind, abgeschlossen. Das heißt, wir sehen uns in Balfonheim wieder, um die Jagd nach Viral endlich so weit abzuschließen, dass ich auch Belohnung dafür kriege. Bis gleich. Okay, damit bin ich zurück in der Kneipe von Balfonheim angelangt und will jetzt meine Belohnung einstreichen. Dank dir habe ich meinen Besitz zurück. Ich bin erfreut, einen so treuen Verbündeten gehabt zu haben. Möge der Wald dich alle Zeit schützen.
Scheiß auf den Wald! Viel zu viele Bäume, sieht man nix! Aber dafür kriegen wir eine Hellebarde und Kristallschild. Den Kristallschild werde ich vielleicht sogar behalten. Vorerst, aber die Hellebarde wird verkauft. Doxalanze ist besser. Und die 3500 Gil nehme ich auch gerne an. Wie wunderbar ist doch diese Welt. Alles basiert auf den Ideen von Geschöpfen. Na, ich dachte von Schöpfung. Na, egal. In meiner Heimat gibt es keine eigenen Ansichten. Dafür haufenweise aller möglichen Legenden für Marlboro. Und andere Ansichten dieser Welt? So will ich denn meine Sachen wieder an mich nehmen. Da haftet doch etwas. Sieht aus wie ein Kaugummi? Wie Schuppen für des besiegten Monsters. Diese sollen in deinen Besitz gehen, denn durch dein Geschick fiel das Biest. Ja, yeah, und wir kriegen die Drachenschuppen dafür. Ich glaube, sind für irgendwas später wichtig, aber... Nun da, was soll's. Damit haben wir vorerst hier alles abgeschlossen, wie ich eben erwähnte. Und damit geht es so langsam auch an die eingemachteren Nebenaufgaben, die mich in große Gefahr bringen. Kaushin-Gefahr? Das erfahren wir ab nächster Folge von Let's Play Final Fantasy 12. Bis dahin werde ich den ganzen Loot mal verkaufen gehen. Auf Wiedersehen und ciao.